erklären Sie sich denn, dass viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz haben, obwohl es so viele freie Ausbildungsplätze gibt? Weil die Jugendlichen zu faul sind zum Arbeiten. Ja, liegt das jetzt mal, denke ich, an den Jugendlichen, oder? Warum, wenn so viele frei sind und sie sich nicht bemühen? Ja, also dafür habe ich eigentlich keine richtige Erklärung. Das heißt doch immer, dass Leute gebraucht werden. Also sollte man auch meinen, dass die Firmen interessiert sind, auch Leute auszubilden, nicht? Ich kann es mir höchstens so vorstellen, dass die Schüler sich komplett unvorbereitet fühlen, später für ihren Berufseintritt, weil da in der Schule eben nicht drauf eingegangen wird. Hallo, ich bin der Niklas. Ich bin die Anna. Und wir stehen gerade vor dem Kolbing Technologiezentrum in Bamberg. Wir können euch nicht erklären, warum so viele Jugendliche keine Ausbildung finden. Die Hintergründe sind nämlich total unterschiedlich. Kolbing ist mit dem BVB zumindest eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt genauer an. Von drinnen sieht es vielleicht nicht so gemütlich aus wie bei Mama und Papa. Aber gut aufgehoben ist man hier trotzdem. Das sagen zumindest einige Teilnehmer der BVB bei Kolbing. Wir haben mit ihnen gesprochen. Ich bin die Lena Reinke, bin 22 Jahre alt. Ja, ich habe versucht, eine Ausbildung zu finden, aber ich habe dann festgestellt, dass ich noch nicht 2009 für eine Ausbildung stabil genug war. Dann habe ich mich mit Zeitarbeiterfirmen über Wasser gehalten. Ja, und 2011 habe ich zum zweiten Mal dann eine Depression bekommen und dadurch habe ich dann gemerkt, ja gut, ich bin nicht stabil genug für eine Lehre oder für einen allgemeinen Arbeitsplatz. Deswegen bin ich in Nürnberg auf Reha gegangen. Die haben mir geholfen, für eine Lehre stabil zu sein, weil die haben auch sozusagen Praxisräume wie Metall, Holz, Hauswirtschaft und weitere. Und ich habe mich sozusagen für den Hauswirtschaftsbereich entschieden und dadurch habe ich schon viele Erfahrungen sammeln können. Ja, ich bin der Jan Meyer, bin 19 Jahre alt. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Nach der ersten BVB-Maßnahme, die ich besucht habe, habe ich meine Stelle an der FOS bekommen. Dann hat sich herausgestellt, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich wieder zurück in die BVB gekommen. Ich bin die Annika Hofmann, ich bin 18 Jahre alt und bin seit 3 Monaten in der BVB. Ich habe zum September eine Ausbildung zur Bürokauffrau begonnen. Die ich abgebrochen habe. Mir hat der Beruf an sich nicht gefallen und außerdem war ich auch den Anforderungen nicht gewachsen. Ich habe mir von der BVB-Maßnahme erhofft, dass sie mir dabei hilft, einen Beruf zu finden, der mir Spaß macht und der auch zu mir passt. Von meiner Umgebung bekomme ich eigentlich nur positive Rückmeldungen, dass ich hier im Kolbing Technologiezentrum bin. Hey Niklas, mich würde mal interessieren, was denkt denn das Lehrerkollegium wirklich über die BVB? Stimmt, Anna, lass uns doch einfach mal fragen. Wir sind hier momentan im Metallunterricht des Kolbing Technologiezentrum, der BVB-Einheit. Wir sind in einer großen Halle, wo gerade rumgewerkelt wird an unterschiedlichen Metallprojekten. Deswegen ist es hier auch so laut. Und wir werden jetzt gleich ein Interview machen mit dem Herrn Rümpelein. Und wegen dem Lärm werden wir jetzt in sein Büro gehen. Ja, grüß Gott, mein Name ist Robert Rümpelein. Ich bin zuständig für die Abteilung Metall in der BVB. Ich bin dafür da, um die Lehrlinge durch das Arbeiten mit Metall, Werkzeugen, Maschinen, damit sie das gut handeln können und vor allen Dingen, dass sie dann in ihrem weiteren Beruf, was sie sich vorstellen, dann auch mit den dementsprechenden Geräten gut umgehen können. Ja, die Projekte sind also unterschiedlich, je nachdem, wie weit das eine oder andere ist. Wir fangen natürlich an mit ganz einfachen Arbeiten. Das ist mal Gestalt mit Blecherose. Wir haben natürlich auch größere Sachen, zum Beispiel einen Grill zu machen und das sind einfach unsere Projekte. Also ich persönlich Ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Am Anfang zum Beispiel das Wort Chillen, das kannte ich gar nicht in meinem Bereich. Habe ich also nachgefragt bei den Kollegen, was meint ihr damit mit Chillen? Mittlerweile habe ich das gelernt und jetzt, wenn man sagt, gut, machen wir ein bisschen langsamer, tun wir mal chillen. Also ich habe das Wortgebrauch auch schon mittlerweile für mich verinnerlicht und mir ergänzt sich ganz einfach. Also wenn
Also du machst hier ein Loch hier in diesen Abstandshalter rein, damit du das zusammenschrauben kannst zwischen der Grundplatte und den Würfel, den du schon fertig hast. Genau. Und du, was hast du vom Bohrer? Welchen Durchmesser machst du das? Das sind 6,5 mm Bohrer müsste es sein, ja. Mhm. Jetzt zentriere ich das jetzt erstmal, ne? Ach so, angekörnt hast du ja schon, ne? Weil um ein Loch zu bohren im Metall, muss man es natürlich vorher ankönnen, das hat er schon gemacht. Und jetzt versucht er den Mittelpunkt rauszufinden vor dieser Körnung und bohrt dann hier ein Loch rein. Gut, dann fange ich mal an. Ich setze jetzt meine Schutzbrille auf. Ja. Ja, ist ja ganz gut gelungen. Ja, hallo, ich bin die Sabine Schuster. Und was wollen Sie Ihren Schülern in der BVB vermitteln? Alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die der Körperpflege zugrunde liegen. Bei Ihnen im Kosmetikunterricht wird ja auch praktischer Unterricht gemacht. Was führen Sie denn dann da so durch? Alles, was so zu dem Beruf der Körperpflege gehört. Da wird an den Übungsköpfen gearbeitet, da wird gegenseitig gestylt, gefärbt, gemacht, getan. Machen Sie dann auch bei sich im Unterricht dann so richtige, extravagante Projekte? Was immer ganz interessant ist, ist zum Beispiel, wenn dieses Disco-Fieber immer hier stattfindet, da machen wir das Maskenbildnerische. Und das ist ganz interessant, weil da muss man halt wirklich Unfallopfer herrichten, die dann nach gebrochenen Armen, Beinen und heraushängenden Augen aussehen. Und das ist doch immer eine Herausforderung für die Jugendlichen. Und es macht dann natürlich auch Spaß. Jetzt haben wir spontan die Auftraggeber vom Kolbinger Mikro. Ich bin die Susanne Dörfler, ich bin Berufsberaterin hier in der Arbeitsagentur in Bamberg. Mein Name ist Alexandra Grosch, ich bin Teamleiterin in der Berufsberatung in der Arbeitsagentur und verantwortlich für den Einkauf von verschiedenen Maßnahmen für Jugendliche. Welche Aufgaben haben Sie in Bezug auf die BVB? Ich informiere Jugendliche, die ich betreue, über die BVB, entscheide mit ihnen zusammen, ob das Sinn macht für den Jugendlichen und schaue, wie sie ihre Zeit hier verleben, welche kleinen Fortschritte sie machen und ob das Ziel der Ausbildungsstelle dann am Ende auch erreicht werden kann. Wie erklären Sie sich, dass so viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz haben, wo es doch so viele Freie geben soll? Zum einen stimmt das Ausbildungsangebot nicht mit dem zusammen, was die Jugendlichen für Berufswünsche haben. Wiederum andere Jugendliche beginnen eine Ausbildung oder besuchen eine Schule und merken dann in der Probezeit, Mensch, das passt nicht. Oder der Betrieb merkt, hoppla, der Jugendliche passt nicht zu uns, es kommt zur Kündigung. Und auch da ist es eine sinnvolle Geschichte, eine BVB zu besuchen, um die Zeit bis zum nächsten Ausbildungsbeginn zu überbrücken. Warum halten Sie die BVB für eine gute Maßnahme? Weil sie Raum und viel Zeit gibt, Jugendlichen zu zeigen, was sie drauf haben. Weil sie viele Praktika machen können, das ist ein großer Vorteil. Ich finde es gut, dass sie hier einen Fürsprecher haben durch ihren Bildungsbegleiter, der nochmal sie an die Hand nimmt und auch in Firmen ein gutes Wort für sie einlegt. Was finden Sie, macht einen Teilnehmer aus, der die BVB besucht? Die Teilnehmer sind alle freiwillig hier und jeder hat ein anderes Ziel damit verbunden, denke ich. Manche wollen rausfinden, welche Berufe es gibt. Manche wollen ihre Stärken kennenlernen oder manche wollen einfach nur die Chance bekommen, dass ja, sie trotz schlechter Noten einfach mal zeigen können, was sie drauf haben, irgendwo arbeiten können. Natürlich liegt es am eigenen Willen, an der eigenen Einstellung, inwieweit man ihnen hier auch helfen kann. Aber ich denke, für jeden, der die Zeit hier nutzt, kann dann was Gutes dabei rauskommen. Die Tür vom Chef der BVB, des Regionalleiters, Herr Dietl, steht uns auch meist offen. Warum fragen wir ihn nicht ihn mal? Ja, es sind Teilnehmer, die sehr willig sind, die hier sind, um was lernen zu wollen, um nach vorne zu kommen. Aber die Gesellschaft ist nicht schick, sich mit Jugendlichen auseinanderzusetzen, die es noch nicht geschafft haben, in der Gesellschaft anzukommen. Ich denke, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist extrem wichtig für alle Leute, die es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht geschafft haben, in das Berufsleben einzusteigen, warum auch immer. Es hat nicht immer nur was mit schlechten Noten zu tun oder wie auch immer. Manchmal ist auch das Quäntchen Glück einfach war nicht da. Von daher ist es unwahrscheinlich wichtig, dass es so eine Maßnahme gibt, gefördert durch die Agentur für Arbeit, damit wir mit den Jugendlichen zusammen den nächsten Schritt, also ins Berufsleben, gemeinsam gestalten können. Fangen wir noch mal kurz von vorne an.
Viele Menschen schätzen Jugendliche auf Ausbildungs- und Arbeitssuche negativ ein. Wir haben durch unser Projekt gesehen, dass dies oftmals wohl auf Vorurteilen und Klischees beruht. Wir haben hier im Kolbing Technologiezentrum Bamberg mit vielen Menschen gesprochen und einen sehr guten Eindruck gewonnen. Wer etwas für seine berufliche Zukunft tun will und dabei Unterstützung braucht, kann von der BVB wirklich profitieren und viel mitnehmen.